Es begab sich in der Vorweihnachtszeit des Jahres 2018, als der Herr seine Jünger zusammenrief auf die Insel genannt Usedom. Hier haben diese ca. 150 fotobegeisterten Menschen ihr Interesse zelebriert. Doch seht selbst, was hier an Bildmaterial zusammengefasst wurde. Herzlich willkommen. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr alle da seid, dass ihr alle den Weg in die Lounge gefunden habt, die wir in den letzten Tagen hier so ein bisschen hergerichtet haben, dass das gemütlich ist. Ihr seht, es ist unverkennbar, es weihnachtet sehr. Ihr solltet alle auch ein Begrüßungspaket auf dem Zimmer gefunden haben mit so ein paar Goodies. Und vorne mal das Thema. Das war das Thema. Dein Lieblingsthema. Ja, die meisten Menschen, die mich kennen, kennen mich als Menschen, der sehr in sich ruht, genau weiß, was er will, wo er hin will, was er so tut. Das war alles nicht der Fall. Wir machen gleich die Preisverleihung. Wir haben einen kleinen Fotowettbewerb ausgelobt, der so klein nicht ist, weil immerhin Preise im Gesamtwert von 3.000 Euro im Spiel waren. Vom sozialistischen Ferienobjekt hin zu einem fotografischen Inspirationsort. Timo, du hast dieses Bild fotografiert und es ist auch unsere Pressekonferenz. Katharina im Mai 2015 kennengelernt und vorgestellt wurde sie mir von Andreas Pohl, der eine oder andere kennt den Namen, Fotografenkollege aus dem Süden Kölns und ja, ich fand Katharina ganz toll, bla bla, hat irgendwie Spaß gemacht mit ihr zu fotografieren. Wir hatten zwei Fotoshootings, bevor sie für ein halbes Jahr nach Südamerika ging. Das war eine wahnsinnig intensive Zeit für uns beide, glaube ich. Gestern habe ich mich unterhalten auch mit jemandem und habe so gesagt, es ist so ein bisschen wie eine vertikale Sanduhr verlaufen, finde ich. Also die letzten 3 Tage hier waren sehr, sehr intensiv, glaube ich, für die allermeisten Leute. Also das Feedback, das ich von vielen gekriegt habe, war, dass sie sehr, sehr gute Gespräche geführt haben, auch inspirierende Gespräche. Für mich war es auch noch mal ganz besonders gestern Abend, den Vortrag noch mal zu halten. Das war auch schon noch mal krasser als bei der Tour im Sommer. Das war aber sehr, sehr schön. Und ansonsten, glaube ich, hatten einfach alle eine entspannte Zeit, sind zum Fotografieren gekommen, aber wie gesagt auch zum Reden. Und ja, ich glaube, hier können ganz gute Kontakte entstehen. Und ich glaube, es ist gut, wenn sich das so ein bisschen einbürgert. Dieser Termin im Jahr zum Austauschen
zum Leute kennenlernen und auch zum Fotografieren. Das ist eine gute Sache.